weiter geht's mit Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir sind wieder in Abstergo und ich bin mich gerade hier so ein bisschen festhänge. Okay. Gut, wir sollen die gute Melanie im Aufzug treffen. Da ist sie auch schon und wartet auf uns. Hier drüben. Ja, ja, ich hab sie schon gesehen. Okay. Ja. CCO. Darf ich jetzt rein? Oh, jetzt. Ich habe mir ihr letztes Material angesehen. Atemberaubend. Blackboard war irre. Und wir waren so mitgerissen, dass wir die Idee zu einem Trailer mit ihm entwickelt haben. Vielleicht am Anfang ein Umtrunk, dann spricht er mit Piraten, erzählt eine Geschichte. Dann Schnitt auf ihn, wie er vom Deck seines Bootes springt und... Pardon, Schiff, kein Boot. Er springt vom Deck seines Schiffes, schwingt an einem Seil und kämpft wie der Teufel. Also, wir müssen das bestehende Material bearbeiten, damit es funktioniert, aber... Das wird super. Allein der Gedanke daran lässt mich erschauen. Pardon. Okay. So, muss mal lang. Bonjour, ça va? Sind wir zu spät? Nein, Sie können gleich... Hi Melanie, ich hab Sie reinkommen sehen. Ich muss Sie kurz allein sprechen. Leticia ist am Telefon und wir sprechen über das Kenway-Projekt. Mais oui, natürlich. Das tut mir leid, ich rufe Sie dann an. Ja, ja. Dauert nicht lange. Hallo? Hallo? Hast du einen Moment? Natürlich hast du den. Geh zum Wegpunkt auf deiner Karte. Ich habe noch einen Job für dich. Ich würde gerne alle Kameras im Gebäude mit einem zentralen Monitor verbinden, aber die meisten sind nicht richtig konfiguriert. Das muss ich jetzt machen wahrscheinlich, oder was? Also gut, dann müssen wir aber zum Sicherheitsraum. Der ist wahrscheinlich der. Geschlossene Tür. Kein Problem. Voilà. Jetzt hast du Sicherheitsfreigabestufe 2. Nicht schlecht für einen Anfänger. Finde zuerst die Kamerasteuerung. Ich aktualisiere den Kommunikator. Oh. Hier. Gut, dann machen wir das doch mal glatt. Ah, eine interessante Sicherheitsmaßnahme. Sieht aus, als müsstest du die richtige Zahlenkombination finden, um die Welle anzupassen. Ein Kinderspiel, nicht wahr? Wähle ein Zahlenfeld und ändere den Wert. Sobald du die richtige Zahlenkombination hast, solltest du Zugriff bekommen. Okay. Navigiere zwischen Teilen im Duell nach links oder rechts bewegst, bewege er nach links oder rechts, um die Werte zu ändern. Okay. Du hast gewählte Zahl, Ellen. Zielzahl. Okay. Also auf 70. Hinweise, jetzt eine Ziffer gerade, also die zweite muss 0, muss mindestens eine 0 sein. Das sind alles die gleichen Zahlen, 2, 3, 5, 7. Primzahlen zu finden, die miteinander. Navigiere zu Zahlen. Ah, okay, jetzt verstehe ich's. Also gut. Jetzt. Die Zielzahl ist 70. Von 2? Ja, doch, ne? Klar, 7, 5 von 2. Ja. Okay, wenn man es ein bisschen verstanden hat, weiß man, wie es funktioniert. Was auch immer uns interessiert, Olivier, wirst du sie liefern. Basta.
verstehe, Letitia. Tut mir leid, wenn das falsch rüberkam. Wir wollen Sie ja nicht aufhalten, aber im Moment fehlen uns einfach die Ressourcen, um die Nachforschungen verdoppeln zu können. Es ist Ihr Job, da die Balance zu finden. Ihre Entertainment-Produkte sind nur ein Mittel, um größere und wichtigere Projekte zu bezahlen. So funktioniert eben die Welt, hm? Schmutziges Geld bezahlt saubere Kliniken. Verstehen Sie? Wir sind an Bord, Letitia. Keine Sorge. Unsere beste Kraft arbeitet daran, aber es braucht Zeit. Er meint dich. Gut, vielen Dank Ihnen beiden. Ich freue mich schon auf das, was Sie liefern werden. Bis dahin, wir sehen uns beim Aktionärsmeeting, Olivier. Ich freue mich darauf. Bye bye. Tabernacle! Es ist viel zu früh für solchen Missbrauch. Kommen Sie. Also, was jetzt? Wir tun, was die Lady verlangt. Wir suchen das Observatorium. Assassinen-Templer! Alle verrückt. Aber ich bin neugierig, was dieses Aktionärstreffen angeht. Warum brichst du nicht in Oliviers Büro ein und schaust, ob du seinen Terminplan findest? Oh, Alter! Was? Dir gefällt die Idee nicht? Naja, ich könnte dich natürlich auch verpfeifen, du Hacker! Du gehörst mir! Was ich damit meine ist, ich will dir natürlich nicht das Leben versauen, also tu einfach, was ich sage. Und jetzt geh rüber zum Fenster. Okay. Ja, am Fenster. Und der Weg. Achso, ich muss ja hier zuerst mal raus. Okay, dann ist richtig. 34, nee. Aber ich bin da dann, glaube ich, dann, ne? Oder? Warte. Und ich muss ja hoch, oder? Ich wieder hoch. Ich habe hier natürlich jetzt keine. Kein Adlerauge. Ach, da hinten. Okay. Das war aber auch jetzt Zufall, dass ich den Weg gefunden habe. Da du nicht durch die Vordertür in Oliviers Büro spazieren kannst, habe ich eine Hintertür geöffnet. Okay. Und auf geht's. Wusstest du, dass Abstergo von Templern kontrolliert wird? Oh ja. Klingt ziemlich haarsträubend, ich weiß. Aber andererseits wurde auch die Mondlandung gefaked, oder? Also ist alles möglich. So. Okay, entweder gehst du durch diese Tür oder du hüpfst von der Terrasse. Das sind deine Optionen. Wie willst du Computer hacken? Oh, gut gemacht, Junge. Finde den Computer. Und wenn es schnell geht, macht nichts. Wir suchen nach der Tagesordnung des Aktionärstreffens. Die ist eine Menge Geld wert. Was ist denn da an? Warte, ich muss mich so gerade ein bisschen orientieren. 7 Meter? Hier muss ich hin. Okay, das ist richtig. Wahrscheinlich wird das eh heute ein kürzeres Völkchen werden. Okay, wir spielen wieder eine Runde Snake und müssen wieder Stellen finden. Okay, dann weiß ich jetzt zumindest. Ja, wir wissen ja, wie es geht. Okay. Wir dürfen also die durchgezogenen Linien nicht. Wenn sie rot sind. Ah, oh, verdammt, ich bin zu weit. Ich hätte mich da in die Mitte setzen sollen. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Hä? Okay, ich war eigentlich. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren gerade. Nein! Ich war beim letzten Ding! Oh Gott, ich muss mich nur ein bisschen. Ich muss mich gerade dann nur zwischendurch mal ein bisschen konzentrieren. Deswegen halte ich gerade einfach mal die Fresse.
Warum? So eigentlich. Ich war doch drauf. Nein, Mann! Immer wenn ich genau auf diese scheiß Kante treffe. Geschafft. Puh, Gott sei Dank. Ja, das ist ein bisschen tricky manchmal, wenn du dann echt unter der Zeit bekommst, diese Linie, die dann auf einmal rot wird. Na gut. Ich werde euch das jetzt natürlich nicht alles in einem Rutsch durchlesen, vorlesen. Das dauert zu lange. Ja, ich nur kurz euch die Sachen mal kurz hier. Achso, das ist eine komplette. Ja, gut, okay. Aber ist egal, alles gut. Nicht schlimm. Ich werde euch nur ganz kurz hier das alles zeigen. Ihr könnt ja, wenn ihr das lesen wollt, auf jeden Fall das Video mal anhalten. Alter, was ist denn hier los? Wie viel ist denn das, ey? So. Gut. Das wird traurig. Kommunikator schließen. Gewiefter Bastard. Ein Pirat durch und durch. Und jetzt runter zur Lobby. Da wartet ein Kurier auf dich. Okay. Ja, stimmt. Ich plane das bereits ein paar Stunden. Warte kurz. Die Rezeption. Moment. Ich versuche was. Kannst du mich jetzt hier mal rauslassen, oder? Muss ich jetzt hier ewig in 3 Tagen? Muss ich jetzt mit dem Ding jetzt wieder runterfahren, oder? Ja, scheinbar. Und dann müssen wir das so wohl tun. Dann fahren wir mal mit dem Ding wieder. Leichtgläubig wie immer. Darf ich nicht da jetzt? So komme ich da nicht raus. Flachsen jetzt? Darf ich jetzt halt. Wie viel muss ich denn da jetzt weiter? Ich kann doch nicht jetzt einfach in dem Büro stehen bleiben. Kennen soll. Haftnotiz 19. Sehen wir mal mit, auf jeden Fall. Jetzt geht's raus, okay. Ich sollte nur diese Haftnotiz. Und jetzt runter zur Lobby, bevor ich deinen Ohrstöpsel ins Herz zünde. Warte mal kurz. Wir haben ja schon mal irgendwas hier gehabt in Hecken, ne? Schon wieder? Oder immer noch? Okay. Ist nicht schlimm.
kurz. Ich hacke kurz mal hier den PC noch schnell. Weil da müssen wir sowieso machen. Es gibt, glaube ich, insgesamt 33 PC, wenn die nicht besetzt sind, weil dort. Dann können wir die ja kurz mal eben. Warten. Scheiße. Dass es kein Checkpoint quasi gibt, wo man sagt, okay, da kann man wieder ansetzen. Ich guck mal gerade, dass ich nur jetzt hier gerade. Nein! Hey! Ich wollte nur den scheiß PC hacken! Lass mich doch in Ruhe! Genau. Perfekt. Das auch. Extraktion erfolgreich. Schutzprotokolle werden umgangen. Verbindung erfolgreich. Das Tagebücher des Edward Kenray. Kapitel 3. Das brauchen wir jetzt wieder natürlich nicht lesen. Das, wie gesagt, ihr könnt natürlich gerne das Video immer wieder anhalten. Deswegen scrolle ich einmal runter. Wie gesagt, das ist mir natürlich zum Vorlesen und zum Mitlesen ist es mir einfach zu viel. Mal dran, mich zu verraten. Meine Spur ist verwischt, deine nicht. Gut, dann haben wir das auch soweit und dann machen wir mal weiter runter. Damit wir dann irgendwann weiter ins Spiel gehen können. Ich habe dann aber auch die Dings abgeschlossen. Die Erinnerung. Das müsste dann Erinnerung Nummer 5 oder 6 sein. So. Computer gehackt 5 von 33. Wie war der Café Lungo? Ich habe geübt. Ich glaube, er war ein bisschen zu lang. Ach komm! Das ist keine Kryptographie, um Gottes Willen. Nur scheiß Kaffee. Da ist der Kurier. Ah, hurra! Unser alter Freund wieder. Hallo, ich wurde angerufen und soll wieder was abholen. Oh, du hast gesagt, du wärst wegen mir hier. Ja, das ist sowas wie ein Bonus. Zeig mal. Eine Konferenz in Chicago. Sehr nett. Vielen Dank dafür. Wir bleiben in Kontakt. Ciao, Rebecca. Schreib mir. Vergiss es, Hastings. Sehr gut, mein Freund. Das war sehr gut. Entschuldige bitte meinen Ausbruch vorhin. Du bist bei den Guten. Versprochen. Wir beschützen dich. Vertrau mir. Geh wieder an die Arbeit. Ich melde mich. Ja, voller Kampfnatur. Kann ich die mal so wegschicken? Nee, kannst du nicht. Darf ich meine Computer hacken? Oder auch nicht. Dreimal überprüft heute. Gut, dann. Machst du Witze? Ja, warte mal. Muss ich hier noch weitermachen oder was? Oder wie geht das jetzt? Aber ich hoffe, wir können jetzt gleich weiter ins Spiel machen. Also, ich bin ja froh, dass ich den Captain letzte Folge dann am Ende doch noch gekillt habe. Am Heli. Ich dachte, dass ich ihn erwische. Ich war zwei, dreimal an seiner komischen Tür. Aber naja, wir haben es ja geschafft.
Apollo 17 Project. So, natürlich kann ich jetzt hier nicht weitermachen, aber ich kann mal gucken, ob ich hier noch PCs finde. Hier steht noch einer. Ist das meiner oder ist das ein anderer? Ich möchte ihn schon. Jetzt verstehst du hier. Möchte ich dich wegschicken? Weil eigentlich hätte ich ja gedacht, dass man vielleicht die Sachen wegschicken könnte, die Leute wegschicken könnte. Irgendwie war da auch mal was, aber. Ah, ist noch PC. Ich glaube, ich vielleicht noch nicht habe. Oder habe ich den schon? Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Du könntest verletzt werden. Das würde ich nicht ertragen. Ich bin vorsichtig, Ehrenwort. Und wenn ich erst reich und etabliert bin, lass ich dich holen, bestimmt. Caroline, komm weg da! Nicht überanstrengen! Ich kann dir nichts versprechen, Edward. Wenn du zu diesem Wagnis aufbrichst, kann ich dir nichts versprechen. Gib mich nicht auf, Caroline! Nicht, wenn ich dich am nötigsten habe. Gut. Dann sind wir zumindest da auch am Stort. Und wir sind jetzt wieder in Nassau. Versuchst du deine Gedanken zu... Und dann würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Oder warte mal, warte mal, kurz zu Ende. Nur ein kurzer Brief nach Hause. Ich bin hier sicher ohnehin egal. Oh, ein hartes Herz, das weicher sein sollte. Oder da weich muss hart sein sollte. Ja. Woher kommt das plötzliche Interesse an seinen harten Stellen, Mr. Rackham? Du willst gern mehr über mich, oder? Oh, ei. Ein kleiner Hinweis vielleicht. Oder ein großer, falls du ein echter Gentleman bist. Öffne deine Hand. Oh! Wer schießt da? Vielleicht die Schiffe, die den Hafen laufen. Jesus. Ha. Gut. In der nächsten Folge gehen wir den ganzen Mal auf den Grund. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag.